Komm ich nicht rein. Schutz verglichen, okay, ja. So habe ich mir das auch gedacht. Ist auch alles verschlossen. Oh shit, da. Seravina Hotel. Das muss es sein. Okay. Suchen wir einen Weg vorbei am, Fuck Fedra Tor. Sehr kreativ. Er fasst genau den Kern. Wir sehen uns das mal aus der Nähe an. Ja, ich schau. Hier haben wir auf jeden Fall wieder so ein Generator. Okay, dann mal los. Ah. Ah, Benzin ist leer. Scheiße. Gott verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Ich fand auch bei. Ich fand, also, bei den Tomb Raider-Teilen, muss ich sagen, fand ich auch. Ich mag tatsächlich wirklich jedes Tomb Raider-Teil. Ich fand jetzt wirklich alle ganz gut. Zumindest als die neueren Teile, die ich gespielt hatte. Aber Shadow of the Tomb Raider war auf jeden Fall das Beste gewesen. Das beste Tomb Raider. Das war schon echt sehr, sehr gut gewesen. Und auch echt groß, fand ich. Da hast du teilweise echt, wenn du alles gemacht hast, echt lange, lange dran gespielt. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Ah, cool. Ja, ja. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, manchmal hat das Militär Stadtteile zerstört, in denen die Infizierte die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, das hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir, du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Das wäre wohl, wenn ich nicht da wäre. Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen lassen. Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Seattle-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja, vielleicht verstecken sich alle in der Seravina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Wenn wir Glück haben, sind das alle. Das wird schon. Ja, aber wir sollten aufpassen und Vorräte sammeln. Ah, sie folgt uns, okay. Ist umfangreich, okay. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden, Art. Aber lohnt sich das? Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Lohnt sich das da irgendwie von Teil 1 anzufangen bei Uncharted? Alter, ich sehe absolut gar nichts. Mist.
Sind es zwei? Ach, ernsthaft? Na, danke. Wow, 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 wow. Okay, das waren alle. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja, weiß nicht. Wo sind wir? Glaubst du, das ist die Bank? Ist wohl eine Bank. Schickimicki. Ja, Sheriff. Ja. Sheriff und Sicherheitsleute wahrscheinlich. Ich mag gerade so dieses Open-World-Feeling gerade bei The Last of Us. Es ist ein bisschen mehr hier gegeben beim zweiten Teil als beim ersten. Wohin ich soll? Oh, okay. Not irgendwie auf YouTube was anschauen, Satan? Oder ein Tutorial oder wie auch immer? Oder Lösung? Ah, eine Tasche. Walt. Ich glaube, diese Schutzwestentypen wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. 16:23:06. Ich liebe diesen Film. Hey. Ah, okay, Bankräuber. Hat auf jeden Fall einen fetten Kopfschuss gehabt. Ach, das ist der Tresor, oder was? Na bitte. Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Mal kurz schauen, wie war der Code gewesen? Ja, noch. So.
müsste jetzt hier rüde Schnaufen Kohle drin sein. Oh, danke, Mann. Yeah, eine fette Pumpgun. GG, Satan. Sieh dir das ganze Geld an. Die Tasche ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, werden wir reich. Oh ja. Und sowas von. So viel Kohle, ey. Diese Scheiße, ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Karl weggezerrt, der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Cops werden bald da sein, wenn ich untergehe. Gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es in Zeitungen erzählen, im Fernsehen, den verdammt nochmal jeden, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Ich fühle mich gerade echt komisch, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben. Kann ich klar denken. Scheiße, passiert es so? Werde ich zu einem von denen? Scheiß drauf, wenn ich draufgehe, dann wie ein echter Mann. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. An sich ist es ja auch schlau. Ist jetzt zumindest nicht ganz so dämlich. Was? Karte vervollständigen? Was? Ah, okay. Wird einfach durchgestrichen. Okay. Gut, dann haben wir das erledigt. Sonst hier nach oben kommen wir ja leider. War eigentlich gerade irgendwas gewesen? Ach, hier. Dann nach oben kommen wir ja wahrscheinlich nicht. Ist leider auch nichts. Nee. Hier nach oben kommen wir leider nicht. Okay, dann. Hey, ist noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Dann geht's zurück. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt deine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff.
Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Jetzt sind wir quasi hier. South Square, Downtown, South Lake, Cascade. Capitol Hill. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay, suchen wir das Benzin. Das Pferd folgt uns auch. Ah, das ist jetzt das Gebäude hier. Ein paar fette Akten. Was haben wir denn hier? Freunde, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, können das jede Menge Vorräte... Achso, da waren wir schon gewesen. Toll. Toll. Da war man schon. Jemand hat hier gekämpft. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oh, ein Panzer. Was ist denn das für ein Panzer? Müsste ein Abraham-Panzer sein? Seh dir mal den Panzer an. Roger, ich möchte noch einmal auf unseren Startgäste zurückkommen. Ich verstehe deine Bedenken und deine Zurückhaltung. Aber hört zu, wir haben die Fettre bereits ausgedünnt. Viele ihrer Soldaten haben sich unseren Kampf angeschlossen und wir wissen, dass sie sich durch die Tunnel davonschleichen wollen. Es gibt nur die einmalige Gelegenheit, Torres und die Schergen den letzten Schlag zu versetzen. Wie viele unserer Leute werden sterben, wenn wir zulassen, dass sie sich neu formieren? Unsere Leute müssen an erster Stelle stehen. Du weißt das besser als jeder andere. Ich freue mich, dass du diese Frage stellst. Es sind Fragen, mit denen Anführer jeden Tag zu kämpfen haben. Ich bin stolz auf deine Entwicklung, darauf, was für ein guter Soldat du geworden bist. Darauf, dass du eines Tages ein guter Anführer sein willst. Oder sein wirst. Nice. Ob wir da reinkommen? Ich hab so ein Ding nie in Aktion gesehen. Hier geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. So will ich nicht abtreten. Wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Hey, das waren Soldaten gewesen. Die haben auch nur gedient. Linkes Pack. Wird wahrscheinlich nichts mehr sein.